Eine Dashcam-Aufnahme kann ein echter Lebensretter sein, wenn du beispielsweise einen Unfall gefilmt hast und deine Unschuld beweisen möchtest. Doch was tun, wenn die Dashcam die entscheidende Stelle nicht aufgenommen oder du die Datei verloren hast? Ich bin Nico vom Wondershare Recover at YouTube-Kanal und ich zeig dir, was du in diesem Fall tun kannst. Denn deine Daten sind nicht prinzipiell verschwunden. Was eine Dashcam tut, ist ja relativ klar. Sie filmt und wenn du einen Knopf drückst, dann wird die letzte Zeit vor der Aufnahme abgespeichert. Wenn du allerdings nicht den Knopf drückst, dann wird für gewöhnlich die Aufnahme einfach wieder gelöscht, um Speicherkapazität zu sparen. Das heißt also, du musst aktiv daran denken, die Aufnahme deiner Dashcam zu sichern. Aber vielleicht gibt es einen Weg, deine Daten zu retten, wenn sie einmal versehentlich überschrieben worden sind oder gelöscht worden sind. Dafür nutzen wir das Programm Wondershare Recovered. Das kannst du dir erstmal kostenlos unten in der Videobeschreibung herunterladen und installieren. Okay, ich habe mir Wondershare Recovered hier einmal installiert und geöffnet. Wichtig zuerst, stecke nun die SD-Karte aus deiner Dashcam in einen SD-Karten-Slot an deinem PC. Ist das geschehen, dann erscheinen sie hier bei externe Laufwerke. Wenn noch nicht, dann kannst du hier die Liste auch einmal neu laden. Das ist die SD-Karte meiner Dashcam und ich klicke jetzt zunächst einmal auf Scannen. Gib dem einen Moment Zeit, denn das Scannen dauert kurz. Hier siehst du nun alle Orte, die auf dieser Karte vorhanden sind. Und hier links siehst du, tauchen jetzt noch Schritt für Schritt mehr auf, denn der Scan läuft gerade noch. Meine Dashcam speichert die Videos in diesen Ordner ab und wenn ich mir das jetzt öffne, dann sehe ich da direkt, liegen zwei Dateien, die in Wirklichkeit gar nicht mehr auf der Dashcam liegen. Ich habe mir hier den Ordner ebenfalls mal aufgemacht, eigentlich ist er leer, aber Wondershare Recovered hat hier meinen Dashcam-File gefunden. Den kann ich mir auch einfach mal ansehen, wenn ich doppelt darauf klicke. Und dann sehe ich hier meine Dashcam-Aufnahme. Wenn alles passt, dann musst du einfach auf Wiederherstellen klicken, dann sagen, wo das Ganze gespeichert werden soll. Und dann klickst du einfach auf Wiederherstellen und die Daten werden gerettet. Hier öffnet sich nun der Ordner und darin befindet sich meine Videodatei, die ich einwandfrei abspielen kann. Doch nicht immer ist es so einfach. Es kann auch sein, dass deine Videodatei beschädigt ist, weil sie zum Beispiel teilweise überschrieben worden ist. Auch das ist für Wondershare Recovered kein Problem. Dafür geh zurück ins Tool und klick auf Zurück. Hier muss ebenfalls wieder der externe Datenträger ausgewählt werden. Du musst sagen, in welchem Format dein Video vorliegt. Wenn du dir nicht sicher bist, könntest du auch einfach alle Formate auswählen. Ich weiß aber, dass es sich hier um ein MP4-Format handelt. Jetzt werden die Videodateien hier gründlich durchgesucht. Das kann wirklich etwas dauern. Nachdem der Scan nun abgeschlossen wurde, siehst du hier beschädigte Videos, kannst diesen Ordner öffnen und dann die Videodateien sehen und so können beispielsweise auch mehrere beschädigte Videodateien wieder zu einer zusammengeführt werden. In der Vorschau siehst du wieder, was noch vorhanden ist und kannst dann einfach, wenn alles passt, auf Wiederherstellen klicken und den entsprechenden Dateispeicherort dafür auswählen. Und so einfach kann es dann am Ende sein, auch beschädigte Videos von deiner Dashcam zu reparieren und wieder verwenden zu können. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Tipps helfen und vor allem deine Dashcam-Aufnahmen nochmal retten. Wenn dem so ist, dann like gern dieses Video und abonniere den Wondershare Recovered YouTube-Kanal. Denn wir helfen dir immer dann, wenn es Probleme mit deinem PC oder mit beschädigten oder verloren gegangenen Dateien gibt. Abonniere uns gern und wir sehen uns im nächsten Video.